Hey Leute, ich bin's wieder, Drach mit Charu mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Jack and Dexter, The Precursor Legacy. Meine Stimme ist wieder klar und ich habe heute endlich mal wieder Zeit, deshalb sagen wir, werden wir den Typen besiegen. Obwohl, der Typ war ja das nächste Problem, die Lava war's, was uns die größten Probleme bereitet hat. Denn wir haben ja gesehen, in die Lava jumpen ist ein Instant Death. So. Also. Ja, in der letzten Episode haben wir versucht, den Typen zu besiegen. Ja, das hat nicht so funktioniert. Aber wenigstens konnten wir. Na komm. Na komm. Mach hin, mach hin, mach hin. Konnten wir die versunkene Precursor-Stadt Fragezeichen zu 100% beenden, was richtig cool ist. Das heißt, wir müssen jetzt nie wieder dorthin gehen. Okay, also die zweite Phase ist ja noch nicht so das Problem. Aber später, wenn es dann richtig flott fliegt, wird's sicher... Nein! Ich sag's kaum, zweite Phase, kein Problem. Zack, bams, in der Lava. Okay, gut. Er ist seltsam gesprungen, sag ich mal. Ich hab doof gesteuert. So. Ja, ja, der Controller ist schuld. Nee, dieser war ich. Waren wir beide mitschuldig. Ja, ja, wir waren Partners in Crime. Nee, manchmal ist die Sprungmechanik halt ein bisschen... Na komm, na komm. Ah, seltsam. Bei Jack and Dexter. Hat man hier so dieses in der Luft stecken bleiben, nenne ich das mal. Aber gut. In 95% der Fälle funktioniert sie. Das ist eigentlich ein ganz schön großzügiges Intervall. Könnte man statistisch eigentlich sicher ganz gut beschreiben. Nein, 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 nein. Aua. Au. Aua, okay, ich darf mich nie mehr treffen lassen. Oh, was bitte, was? Oh, okay, der Boss ist sogar richtig nett und gibt uns auch extra Health, wenn wir richtig schlecht sind. Das nenne ich mal einen, wow, netten Boss. Darf ich? Ah, sehr gut, okay. So, Phase Nummer 2 ist damit auch vor... Wow, war das knapp vorbei. Es wird Zeit für Phase 3. Keine Ahnung, ob das die Endphase ist, aber meistens sind sie ja... Hey, ich schwöre, es ist die Lava, es ist die verdammte... Na gut, sonst wäre der Boss irgendwie aufgezogen. So einfach. Und ich bin wahrscheinlich auch nur einfach allgemein übermüdet. Ich sag's mal so, ich habe die letzten paar Tage nicht unbedingt viel Schlaf bekommen. oh Mann. Nüpp, definitiv nöt. Es kommt davon, wenn man Unistudent ist. Erstens Unistudent sein, zweitens Schlafprobleme haben. Kombiniert ergibt das, ja. Ja, wahrscheinlich so 4 bis 5 Stunden Schlaf die letzten 3, 4 Nächte. Merkt man höchst. Also Leute, immer schön auf euren Schlaf achten. Das ist nämlich was sehr Wichtiges. Und Schlaf ist wichtig. Ich meine, ja gut, ist ein bisschen so eine Zeitverschwendung, wenn man bedenkt, was man alles tun könnte, wenn man nicht schlafen müsste. Aber es ist eine wichtige Zeitverschwendung, genauso wie Essen und... Nee, trinken ist cool. Trinken ist cool. Aua. Ich habe den Stein nur berührt. So. Sonstiges halt. Man kennt es ja. Und Kranksein ist auch so eine Zeitverschwendung. Dabei ist Kranksein nicht mal eine geile Zeitverschwendung. Es ist einfach nur... Schnüff, schnüff, ich kann nicht mehr reden. Schnüff. Okay, gut. Was zum... Oh. 5 Minuten und noch nichts geschafft. Na, gut.
Okay. Fieser Boss. Erinnert mich ein bisschen von der Fiesheit. Fiesheit? Ist das ein Wort? Fiesheit? Fiesheit. Keine Ahnung, ich muss mal später den Duden fragen, ob es ein Wort ist. Also von der Unverzeihen der Fähigkeit. Ich bleib jetzt dabei, wie auf Wayne. Erinnert sie mich ein bisschen an meine an die Lady, die meine Mathehausaufgaben korrigiert. Meine, die von meiner Kollegen und auch von einigen anderen Leuten. Hey, ich sag's euch. Die gibt. Es ist unglaublich. Ich denke da, boah, das habe ich ja richtig geil gelöst. Dann zieht sie mir einen ganzen Punkt für einen freaking Flüchtigkeitsfehler ab. Ja, ich weiß, jetzt fragt ihr, ich verstehe. Aber es ist nicht normal. Maximal einen halben Punkt sollte man dafür abziehen, nicht einen ganzen Punkt. Ja, also ich meine Kollegen haben heute dann noch mit dem werten Dozent ein bisschen gesagt, wie die Lage ist. Und hat er gesagt, ja, eigentlich sollten die Assistenten das nicht tun. Und jetzt gucken wir mal, was da passieren wird. Ich bin halt. Nase, warum jetzt? Bisschen knapp mit den Punkten. Okay. Kann es sein, dass er jetzt ein bisschen weniger fies war? Das kam mir fast so vor. Genau. So. Ich weiß nicht, ob wir uns hier beeilen müssen. Oder ob das relativ nett ist. So. Komm schon. Ich glaube, er formt sogar den den Stein formt auch ein bisschen schneller. Oh Gott. Oh! Ach so. Wäre ich jetzt in die Lava gefallen, ne? Ja, na dann, wir haben ihn besiegt, Leute. Während ich über Uni-Zeugs geredet habe. Das ist doch, das läuft. Tolle Arbeit. Den Bewohnern von Felsdorf ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Aber es bleibt leider keine Zeit zum Feiern. Fliegt mit dem Zuma den Gebirgspass hinauf. Aber seid vorsichtig. Die Löcker haben den ganzen Pass vermint. Wenn ihr den Vulkankrater erreicht, müsst ihr unbedingt im Labor des Roten Weisen das Teleporttor aktivieren, damit Vater und ich zu euch stoßen können. Stimmt, der ist ja der Vater von ihr. So, ja, jetzt dürfen wir nochmal mit dem Zuma rumfahren. Und diesmal ohne Hitzgefahr. Wobei, halt, stopp. War der Gebirgspass nicht genau der Ort, wo man aufpassen musste, dass man schnell genug war? Oh nö. Oh je, diese Lurker sind auf dem Weg zu einer Sprengkapsel am Ende des Canyons. Wenn sie die vor euch erreichen, sprengen sie den ganzen Pass in die Luft. Ihr müsst vor ihnen dort sein und die Sprengkapsel zerstören, oder alles ist aus. Jupp, ihr habt's gehört, wir müssen wieder beeilen. Och Gott, ich hasse beeilen. Wie springe ich wieder? So springe ich. Ah, genau das meinte ich, glaube ich, als wir durch den Feuer Canyon fuhren und bloß nicht in die Sprengsachen reinfahren. Ist ungesund. In Bäume reinfahren ist genauso ungesund. In jegliche Sachen reinfahren ist ungesund, außer es sind Sachen, die uns helfen. Ich dachte, ich würde da jetzt rausfliegen. Ja gut, die Precursor Orbs machen mir jetzt nicht so die Sorgen. Ich glaube, eher Sorgen wegen dieser Lurker-Tölpel. Ich glaube, hier muss man sich wirklich beeilen. Ich bin mir aber zu. Ich dachte, ich springe darüber zu 0% sicher. So, okay. Gut, machen wir das. Die Steuerung von den Teilen ist eigentlich ganz angenehm, aber manchmal. Zeig einfach. Oh. Der Baum hat mich geblockt. Ich glaub's ja nicht. Was wollte ich gerade sagen? Beweise ich einfach, wie unglaublich talentiert ich im Umgang mit Maschinen sein kann. Okay. Ah. Okay. Ich glaube, wenn man jetzt richtig gut fährt,
sollte es kein Problem sein. Betonung auf gut. So. Okay. Sind wir richtig schnell unterwegs? Okay, wir können nicht über die Sachen hinweg jumpen. Okay, vom Gaspedal treten sorgt nicht dafür, dass ein Fahrzeug aufhört zu fahren. Trägheit ist ja ein Fing, ne? Ein Fing, das es, wow, gibt. Meine Güte, ist ja nicht so wie bei Mario Kart, wo die fast sofort abgebremst wird. Mium! So, jetzt hab ich hab doch so gut gefahren, sowas. Naja, was soll's. Man kann nicht alles haben. Außer noch mehr Precursors. Wow. Alter. Wow. Haben mich alle direkt wieder überholt. Läuft. Läuft. Aber die sehen echt so aus, als... Au. Als ob sie Windeln an hätten. Musste jetzt angemerkt werden. Musste angemerkt werden. So. Also gut. Ich glaube, das löst sogar eine Cutscene aus, wenn sie es schaffen. Also von wegen, die aktivieren dann die Sprengladung und dann sind wir wieder quasi am Anfang oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich das als relativ schwer empfunden habe damals. Aber als, ja, wenn man so ein Kiddy ist, empfindet man eh die meisten Sachen als schwerer, als sie es eigentlich sind. Wow. Ist halt so. Je erwachsen. Je älter man wird, desto mehr desto mehr Erfahrungen macht man. Das ist ja. Wow. Ist ja so, ist ja so. Zum Beispiel bin ich jetzt viel, viel besser in Statistik, als ich es vor 1,5 Jahren war. Ja, doch, kann man sagen. Muss ich also, dass ich gut bin, weil. Ja. Die Assistentin würde sagen, oh mein Gott, die weiß so die 50% der Zeit nicht, was sie da macht. Was wahr ist. Naja, ich benutze halt eine Formel und hoffe aufs Beste. Dann. Geschafft! Wir haben sie davon abgehalten, den Pass zu sprengen! Ey! Sehr gut. Könnte ich theoretisch nochmal zurückfahren? Ich glaube, beim nächsten Mal sind die Fässer sogar weg, aber ich würde gerne. Wie viele Spähfliegen haben wir eigentlich verpasst? 3. Ah, gut. Ist okay. Ich frage mich, wie viele andere Sachen wir noch verpasst haben. Ich will jetzt nicht den ganzen Weg zurückfahren, aber. Wobei, es wäre eigentlich ganz praktisch, wenn ich das nicht mehr machen müsste. Na gut, machen wir den Pass fertig. Bei dem Feuerpass muss man immer richtig schnell sein. Hier nicht so. So. Da oben ist eine Energiezelle. Wie man wohl da hinkommt. Wahrscheinlich mit irgendwelchen richtig krassen Manövern. Man seine Krassigkeit beweist wie sonst nichts. Okay. Wow. Nein. Gut gemacht. Na gut, holen wir uns die Energiezelle. Komm ich jetzt aber mal zurück? Zoom, zoom. Tatsächlich. Gut gemacht. Ihr wart vor ihnen bei der Sprengkapsel. Das Labor des Roten Weisen liegt gleich da vorne. Schaltet das Teleporttor ein, damit wir zu euch kommen können. Besiege Claw gehört zum Gebirgspass. Reiche, da die eine, die da rumlacht und noch eine Spielfliege fehlt uns. Und noch 5 Orbs. Ich hätte eigentlich schon Lust, das jetzt... Ach nö. Na, ich weiß noch nicht, wie ich zur Energie zähle. Aber mal später. Komm. Man hört mir richtig an, dass ich Uni-Ständin bin. Ich mach das später. Instant Regret. So. Der Vulkankrater. Ja, hier gab es noch einige wichtige... Wichtig, alles ist wichtig. Einige Sachen zu holen. Das ist eine verdammt gefährliche Brücke. Über der Lava will man nicht solche Brücken sehen. Brückenbauer, bitte. So. Ich glaube, hier alles zu finden war auch ein bisschen anstrengender. Also gut.
Und scheinbar ist auch hier niemand zu Hause, hat aber eine richtig geile Party geschmissen. Ich frag mich jedes Mal, ob ich noch in einem Stück aus diesen Dingern rauskomme. Heilige Jakau, das Labor des Roten Weisen sieht ja noch schlimmer aus als das des Blauen. Tja, sieht so aus, als hätte hier ein Kampf stattgefunden. Ich würde es nicht gerade einen Kampf nennen, oder Schwesterherz? Gewiss nicht. Der Rote Weise hat so schnell aufgegeben. Hat keinen Spaß gemacht. Goal! Bist du das? Bist jetzt wohl völlig übergeschnappt, was? Und Maya, hab ich dir nicht gesagt, das dunkle Echo würde euch beide verändern? Ach, nie glaubt jemand dem alten Samos. Was habt ihr beiden mit dem Blauen und dem Roten Weißen gemacht? Mach dir keine Sorgen um deine bunten Freunde. Du alter Narr. Sie sind völlig sicher in unserer Zitadelle. Unsere Ehrengäste. Sie sind so liebenswürdig, uns zu helfen bei einem kleinen Projekt. Du hattest Unrecht, Samos. Man kann das dunkle Echo kontrollieren. Wir haben seine Geheimnisse gelüftet und können nun die Welt nach unseren Wünschen neu gestalten. Du kannst das dunkle Echo nicht einfach so kontrollieren. Sogar die Precursor. Bis jetzt mussten wir uns mit dem bisschen Echo zufrieden geben, das wir an der Erdoberfläche finden konnten. Aber bald haben wir Zugang zu den riesigen Lagern von dunklem Echo tief unter der Erde. Nicht die Silos. Doch, die Eco-Stationen. Wir werden sie öffnen und das dunkle Echo der ganzen Welt wird uns gehören. Aber das ist unmöglich. Nur ein Precursor-Roboter. Ach, reg dich nicht so auf, Samos. Mit dir haben wir noch große Pläne. Moment mal! Das war Goal? Derselbe Goal, der mich zurückverwandeln soll? Goal ist der Kerl, der uns töten will? Ich bin erledigt. Wir sind vielleicht alle erledigt. Wenn sie die Silos öffnen, wird das dunkle Echo alles verderben und zerstören, was damit in Berührung kommt. Wir müssen einfach ihre Zitadelle erreichen, um sie aufzuhalten. Der schnellste Weg dohin führt durch das Lavarohr am Grund dieses Kraters. Mit ein paar weiteren Energiezellen müsst ihr euch das Hitzeschild des Zoomers sicher über die Lava bringen. In Ordnung, mein Junge. Tu, was du kannst. Nimm die Flohquaste mit und sammle noch mehr Energiezellen. So. Was also jetzt wissen vor? Wir ja richtig, was los ist. Der Hitzeschild braucht noch mehr Energie, um der Lava standzuhalten. Okay. Wir müssen Goal. Was heißt der wirklich Goal? Goal? Weil Goal, ich kann ihn nicht Goal nennen. Es gibt eine andere Goal, die ist viel cooler als der Typ. Und Maya, wir müssen sie aufhalten, weil die haben große Pläne mit dunklem Echo. Das ist scheinbar nicht so die beste diese Idee, die man haben kann. Nicht zu funktionieren. Ich werde mal daran herumbasteln und versuchen, sie wieder in Gang zu kriegen. Ich habe jetzt nicht gehört, was da gesagt wurde, weil die draußen den Rasen angefangen haben zu mähen. Genau, wenn ich anfange zu Let's Play. Immer das Gleiche. Na gut. Hallöchen. Erforschen wir mal weiter hier diesen Ort. Und gucken, was wir in einer Minute noch Hallöchen finden können. Hey Gordy, ich denke, wir haben Besuch. Du denkst, Willard? Tachchen, Freunde, auf der Durchreise, ja wir auch. Tja, wir müssen weiter, nichts zu sehen hier. Ich dachte, das sei ein unbezahlbarer Edelstein. Willard! Eigentlich wollen wir Energiezellen, keine Edelsteine. Wir haben 4 Stück davon, wollt ihr sie? Was euch das Spatzenhirn hier sagen will, ist, dass wir vielleicht ein paar Energiezellen übrig haben und uns vielleicht davon trennen könnten. Für 90 Orbs pro Zelle. Wo habe ich das bloß schon mal gehört? Hey, wie wollt ihr beiden Genies diesen Riesenedelstein eigentlich hier wegbekommen? Tja, Schlaumeier, wir haben noch 12 Jahre Graben vor uns, um uns was einfallen zu lassen. Gordy, würde es nicht schneller gehen, wenn du mitgräbst? Fantastisch. Ich würde mal sagen, ihr werdet die Orbs in der
nächsten Episode eintauschen. Ich beende jetzt. Ja, ist gar nicht ganz okay, aber ich muss das Fenster so machen, sonst sehe ich gar nichts mehr. Also, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.